Heute gibt's Döner-Kebab in 10 Minuten. Und los geht's. Ja, es geht los. Döner, was Döner heißt, weiß ich nicht, aber Kebab ist der Spieß und wir machen das auch am Spieß, aber ein bisschen anders, als man denkt. Ja, seht ihr vielleicht schon, wenn ihr das ahnt. So, hier habe ich ein schönes Kalbssteak mir gekauft. Lieber Sebastian, Döner-Kebab heißt sich drehendes Grillfleisch. Unser Koch will beweisen, dass leckeres Essen keine Ewigkeiten in Anspruch nimmt. Einmal drauf, so, genau. Und dasselbe noch. Wer es nicht ganz so fettig haben will, kann sich auch einen Kaltschnitzel kaufen. Aber ich finde, beim Döner muss immer so ein bisschen Fett dabei sein, damit es auch eine schöne Kruste gibt. Genau. Ja, lieber auf ein Brett klopfen. So, einfach noch ein bisschen flach. So, das mache ich jetzt hier drauf und werde es dann auch gleich noch marinieren. Da gibt es nämlich eine schöne Marinade. Da einfach Gewürze dran, alles was da ist. Bisschen Kreuzkümmel. Ein bisschen, oh, den tue ich mal hier vorne hin, da bin ich näher dran. Ein bisschen Kreuzkümmel, ein bisschen Thymian dran. Immer so einen halben ganzen Teelöffel, je nachdem. Ein bisschen Paprika mache ich auch gleich rein. Kein scharfer Paprika, weil wir machen noch ein bisschen Pulviver dran hier. Pulviver ist praktisch so getrocknete Paprikaflocken. Und das finde ich einfach so, genau, gehe ich mit den Händen jetzt rein. So ein bisschen Salz noch. So, und dann haben wir das schon. Und jetzt wird gemörsert. Nein, jetzt wird noch nicht gemörsert, weil Knoblauch. Frische Zutaten und 10 Minuten Zeit, das sind wie immer die Regeln der Echtzeit-Kochen-Challenge. So, komm her, Schälchen. Ja, heute sind wir am Schälen. Heute wird nicht mit Lauch, Zwiebeln, Frühlingszwiebeln oder sowas gearbeitet, was man ja sonst immer die Echtzeit-Zwiebeln nennen, sondern heute kommt richtig was dran. Ja, weil ich finde, da kann man jetzt, das ist schon Aroma und das muss schon kräftig sein, das Ganze. Ja. So, brauchen wir jetzt auch nicht so super fein hacken, weil es wird ja noch gemörsert. Jetzt habe ich aber alles. Gut. Also das Salz da drin, das bringt einfach, dass es ein bisschen geht und dann einfach rein. Habe extra meinen Mörser mit heimgebracht, ja. Mit von daheim gebracht natürlich. Ein bisschen klappern hier überall, ganz wichtig. Und ich mag den halt sehr gerne, weil der so hoch ist, ja. Und dann fällt nichts raus, ja. Hat einen Nachteil, dass ihr fast nichts seht. Aber das werden wir jetzt gleich ändern. So, natürlich hier vorne noch sauber machen. So. Und jetzt noch ein bisschen Öl rein und dann ist die Marinade schon fertig. 1, 2 Esslöffel. So, haben wir schon. Gut, hier haben wir das Löffelchen. So, und jetzt einfach das Ganze ein bisschen rühren. Mhm. Gut, und das kommt jetzt einfach hier oben so drauf. Ja, und dann baue ich mir da gleich meinen Spieß draus. So. In den 70er Jahren kam der Döner durch türkische Gastarbeiter zu uns. Er ist heute das beliebteste Fastfood in Deutschland. In Berlin gibt es mittlerweile mehr Kebabstände als in Istanbul. Mhm. Umdrehen, das Ganze noch ein bisschen drauf geschmiert. Ja. Jetzt mische ich das Ganze trotzdem noch ein bisschen, ja, und dann einfach so. Genau. Gut. Und lassen wir jetzt ein bisschen stehen. Was braucht es noch für einen Döner? Zwiebeln. Einfach richtig gute Zwiebeln. So, das brauche ich nicht mehr. Alles weg, was ich nicht mehr brauche. Das Mess, das brauche ich auch nicht mehr, das Brett hier. Genau. So, machen wir nämlich jetzt hier eine schöne Zwiebel drauf. Ja. Hier, oh, alles unter 3 Sekunden waren die auf dem Boden. Okay. So, einmal durchgeschnitten das Ganze. Und dann kann man nämlich schon wunderbar die Schale abmachen. Ja. Das geht dann nämlich ganz, ganz gut. Ja. Einmal und zweimal. Ja. Gar nicht mehr gewohnt, Zwiebeln schneiden, ja. Aber manchmal muss es sein. Schöne rote, die roten Zwiebeln, die sind schön fruchtig. Mache ich besonders gerne und gerade beim Döner sind die auch gut. Muss man allerdings immer im Kühlschrank aufbewahren, ja. Wenn ihr euch gewundert habt, die Fruchtfliegen, wo kommen die her? Ja, weil sie fruchtig sind natürlich zum einen, aber auch, weil einfach die ein bisschen Kälte brauchen. Ursprünglich wurde für Döner nur Hammel- oder Lammfleisch verwendet. Heute gibt es ihn mit Kalb- oder Rindfleisch und Geflügel wie Hühnchen oder Pute. 2,2 Millionen Döner sollen täglich in Deutschland verputzt werden. Im Schnitt isst jeder Deutsche jährlich 10 davon. Die Hälfte der Zeit ist fast vorbei. Halt dich ran, Sebastian. So, dann nehme ich mal die Teile der Zwiebeln schon hier rüber. Und den Rest, daraus kann ich mir jetzt meinen Dönerspieß bauen. Genau, einfach ein bisschen Zwiebelchen hier oben drauf. Mhm. So, genau. Und ein Stück Fleisch drauf. Und wieder Zwiebeln, Salz hatten wir ja schon drin, gell? Habe ich eben gerade kurz drüber nachgedacht. Das ist halt so drin im Koch. Ah, Salzen. Ah, nee, das müssen wir ja nicht. Kann ich ja schon mit rein. So, genau. Wieder drauf. So.
Das mal hier rüber. So ein bisschen so, da wird es ein richtig guter. Kommt schon die Uhr. So, genau. Und das da. Oben drauf. Lassen wir ein bisschen stehen. Letzte Zwiebel hier drauf. So, und dann den. Noch eins, zwei. Und fertig. So, ein bisschen drücken. Wenn alle einzieht, kann man natürlich auch ein bisschen länger so stehen lassen. Ja. Aber so, jetzt, das ist der Kebab. Ob es Sebastian heute tatsächlich schafft, einen saftigen Döner in knackigen 10 Minuten auf die Teller zu zaubern? Und das ohne Grillspieß? Gut, läuft. Minütchen haben wir noch. Ich will es nicht zu lange braten, aber auch nicht zu kurz. Lassen wir jetzt den einfach mal ein bisschen vor sich hinziehen. Was habe ich noch? Genau, ist alles schon gewaschen. Tomaten kommen rein in den Döner, bisschen Salat und so weiter. Genau. Gut, dann nehmen wir den noch dazu. Dann schon mal das Öl reintun gleich. So, das reicht auch schon, der halbe. Gut, wollen wir es mal nicht drauf ankommen lassen. Ja. Bisschen Öl in den Wok. Ich nehme diesen Wok sehr gerne. Ja, der ist halt so ein richtig massives Teil. Ja, knister, knaster, so soll es sein. Ja, lassen wir kurz rauchen in der Zeit. Ja, keine Zeit verschenken. Kann man schon ein bisschen das Kraut schneiden. Der Kampf gegen die Uhr. Lecker Döner-Kebab in 10 Minuten. Das ist die heutige Herausforderung. Einmal den, die Zwiebeln dazu. Zack, bisschen von dem hier. Der Petersilie, die Petersilie, der Peter, die Petra, also Petersilie. Genau, und so weiter und so weiter. Und raucht. So, genau. Und jetzt kommt das Fleisch hinein. Genau, hier der Dönerspieß, den kann ich jetzt hier so draufsetzen. Und einfach, nee, ich habe mir extra hier das so geteilt. Das ist das Messer, um das es geht. Einfach schön in Streifen schneiden, hat man ein wunderschönes mariniertes, geschnetzeltes. Ich meine, das schadet nicht, wenn er das ein bisschen länger marinieren lässt, ja, aber das geht schon. So, und jetzt sind wir noch auf der Seite. Einmal, zweimal, irgendwann müssen die Spieße halt weg, weil sonst müssten wir sie mitessen, ja, wer will das schon. So, jetzt nochmal hier drüber, gemetzelt, gewurstelt, raucht's, 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 okay. Und, ja, das ist das Geräusch, was ich hören will. Ja, schön verteilen, das Ganze. Bam, bam, bam. So ein ordentlicher Döner mit Kalbfleisch hat ca. 700 Kalorien. Currywurst mit Pommes 1000 und eine Pizza Salami um die 900 Kalorien. Sebastian kämpft heute aber nicht gegen die Kalorien, sondern gegen die Uhr. Und die Challenge will er unbedingt gewinnen. Jetzt noch die Füllung. Immer noch dabei. Einfach Scheiben, Tomaten. So, und nochmal. Schneide ich von hier oben. Geht leichter, weil oben ist sie immer ein bisschen fester. Ja, und nochmal. So, bei den kleinen Dingern muss man den Strunk nicht rausmachen. Ja. Ist auch nicht schlimm, weil man sagt ja immer, oh, grüne Tomaten oder sowas. Sobald eine Tomate ein bisschen rot ist, vielleicht auch die Regel, was hier jetzt natürlich anders geht, der Strunk bleibt ja immer rot. Kann man die ruhig essen. Ja? Sobald die ein bisschen rot ist, ist dieses Solanin, wo man so sagt, das geht nicht, das geht nicht, ist das einfach weg. Ja? Solanin dient der Abwehr von Schädlingen. Es hemmt das Wachstum von Bakterien. Unreife Tomaten enthalten es. Fleisch brät, Minütchen noch, eine Minute. Ja, so sieht's gut aus. Ja? Bisschen rein. Ja, der Wok, der kann auch ruhig noch mehr feuern. Aber das kriegen wir schon. Was haben wir noch? Natürlich, Brot. Lege ich einfach hier so an die Seite. Zack, erstmal mit der Seite, lasse ich ein bisschen braten. Und dann haben wir es. So. Hopp. Gut, sauber. Und noch umgedreht. Noch 48 Sekunden lese ich gerade. Ja, jetzt ist es gleich sind wir beim Halben. Noch einmal kurz umgedreht. Ja. Gut. Fertig. Eins, zwei. Hier nochmal gerührt. Ja, man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. So, genau, 30 Sekunden, wunderbar. Und Tasche reinschneiden. Hier einfach so ein Fladenbrot habe ich hier genommen und schön in Dreiecke geschnitten. Wunderbar, einmal, zweimal. So, Vorsicht, jetzt muss ich leider mal schnell mit den Händen arbeiten. Ja. Und zweimal, so. Und da ist das Schild. Hui, jetzt aber zwischen
gilt nicht extra, oder? Einmal und ja, ja, ah, das gilt. Einer haben wir schon, ja, und es ist halt sehr. So, das noch, Soße dazu, ja, wer mag. Schön. Na, wenn das mal nicht ein Prachtexemplar ist, wir drücken mal ein Auge zu. Glückwunsch, Challenge gewonnen. Wie es schmeckt, wollen Sie wissen? Die Auflösung folgt. Jetzt. So, Döner-Spezialist Thomas walte deines Amtes. Und was sagt Thomas zum Blitzdöner? Raffiniert. Also, was du alles kannst, Sebastian. Nicht dran, aber. Weiß ich, wusste ja gar nicht, dass du auch noch Döner-Spezialist bist. Ein Gedicht. Ja. Ein türkisches Gedicht. Hübsch anzusehen, auch noch lecker. Was will man mehr? Das Rezept gibt's wie immer online.